Hier haben wir jetzt eine Aufgabe, wo ich einen Feststoff in Wasser löse, der in diesem Fall eine Lauge ergibt und es soll berechnet werden, welchen pH-Wert diese Lauge hat. So, pH-Wertberechnung, das heißt, ich brauche irgendwelche Konzentrationen. Wir blicken nochmal zurück auf unsere Übersicht. Ja, pH-Wert ist gesucht und ich habe ja eine Lauge in diesem Fall, NaOH, also Natronlauge. Die Konzentration, davon gehe ich aus und dann muss ich hier hochrechnen, damit ich den pH-Wert berechnen kann. Konzentration ist hier eigentlich gegeben. Nur direkt ist sie nicht angegeben, aber die Konzentration kann ich ja berechnen, indem ich diese Formel nehme. C ist gleich N durch V, wobei N die Stoffmenge ist, und zwar eben der gelöste Stoff. Und da unten habe ich das Volumen meines Lösungsmittels. Wenn ich das jetzt öfters mal bei meinen Beispielaufgaben dazu schreibe, immer, ihr müsst es nicht unbedingt immer nachschreiben. Zur Erinnerung ist das aber sicherlich nicht schlecht, weil ein Fehler, der immer mal auftreten kann, ist, dass man das Volumen vom Lösungsmittel verwechselt mit irgendeinem anderen Volumen oder einer anderen Angabe. Hier ist das jetzt nicht so schwer, weil wir nur eine Volumenangabe haben. So, Volumen des Lösungsmittels ist ja gegeben. Das ist sind meine 2 Liter hier. Das Lösungsmittel. Was fehlt, ist noch die Stoffmenge des gelösten Stoffes. Das muss ich noch berechnen, aber das kann ich machen hier aus der Angabe, nämlich dass ich 10 Gramm NaOH habe. So, eine Masse ist ja gegeben. Und wie berechne ich aus der Masse die Stoffmenge? Da gibt es ja verschiedene Formeln und in diesem Fall brauchen wir diese Formel, die dann nämlich lautet, Stoffmenge N ergibt sich aus der Masse geteilt durch der Molmasse. So, Masse habe ich ja gegeben, nämlich das sind die 10 Gramm. Die Molmasse, die muss ich mir berechnen. Und das ist ja nicht so schwer. Molmasse von NaOH. Molmasse von NaOH lässt sich ganz leicht berechnen. Und zwar nehme ich einfach die Masse von dieser Formeleinheit, bestehend aus einem Natriumatom, einem Sauerstoffatom und einem Wasserstoffatom. Und das zusammengerechnet ist dann die Masse von einem Teilchen. Und die Molmasse hat den gleichen Wert, nur mit einer anderen Einheit. Also nehme ich, suche ich mir aus dem Periodensystem die Massen raus. Natrium hat eine Masse von 23 U, also die Atommasse. Dann das Sauerstoffatom hat eine Atommasse von 16 U und Wasserstoff hat eine Masse von 1 U. Und das Ganze zusammengerechnet mit der Einheit Gramm pro Mol ist dann meine Molmasse. Und das ergibt 20, 30 gerade glatte 40 Gramm pro Mol. So, jetzt kann ich die Konzentration meiner Natronlauge bestimmen. Ich schreibe hier jetzt auch nochmal dazu, was für eine Konzentration ich betrachte. Das solltet ihr eigentlich auch immer machen. Also das heißt Konzentration von was, Molmasse von was, damit man eben da nicht durcheinander gerät, wenn man zweimal eine gleiche Art von Wert angegeben hat. So, da haben wir hier. Ah, das habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Oh, vergessen. Also, hier fehlt noch das da, 40 Gramm pro Mol. Und das wären dann, das kann man sogar im Kopf rechnen, die 0 weggekürzt, ein Viertel, also 0,25 und die Einheit, Gramm und Gramm kürzt sich. Und dann habe ich hier 1 durch 1 durch Mol und
dann kommt auch das Mol raus. So, die Stoffmenge habe ich berechnet mit Hilfe der Molmasse und jetzt kann ich die Konzentration endlich berechnen. Gelöster Stoff, das war hier oben diese 0,25 Mol. Und geteilt durch die 2 Liter Wasser gibt eine Konzentration NaOH von, kann man auch im Kopf rechnen, 0,125 Mol pro Liter. So, jetzt haben wir also endlich die Konzentration und dann gucken wir nochmal zurück in die Übersicht. Und dann haben wir endlich das, was wir hier ja brauchen, um dann weiterrechnen zu können. Also als nächstes Konzentration der OH-Ionen. Von unten nach oben müsste ich ja rechnen mal einen bestimmten Faktor. Erinnert euch noch, woran das abhing, wovon das abhing. Und zwar ging es ja darum, ein Laugen- oder Basenmolekül, wie viele OH- kann es bilden? Und das ist bei unserer Base hier ja so, dass ich, wenn ich NaOH habe, dann besteht dieses Teilchen, beziehungsweise man sagt eigentlich Formeleinheit, weil das eine Ionenverbindung ist, aus einem Na+-Ion und einem OH-Ion. So, das heißt, ein NOH bildet auch ein OH-. Und damit kann ich von der Konzentration des NaOH im Wasser ganz leicht umrechnen, mit 1 mal nehmen und komme dann auf die Konzentration, die ich suche, nämlich von OH-Ionen. Ist auch 0,125 Mol pro Liter. So, nächster Schritt. Wenn die Konzentration der OH-Ionen bekannt ist, kann ich dann einen Schritt weitergehen zum pOH-Wert. Und dazu brauche ich den Logarithmus und davon den negativen Wert. Also pOH ist gleich minus LG von 0,125. Die Einheit lassen wir weg, weil ich kann den Logarithmus daraus nicht berechnen. Das müsste ich eigentlich dann wegkürzen, wenn man es richtig, ganz richtig machen will. Und das Ergebnis ist in diesem Fall, wo haben wir es? Ich habe es vorbereitet, 0,9 ungefähr. 0,90 ist es eigentlich, aber gerundet auch 2 Nachkommastellen lasse ich dann die auch weg. So, und der pH-Wert. Es gibt ja den Zusammenhang pH plus pOH ist gleich 14. Und dementsprechend kann ich den pH-Wert berechnen. 14 minus pOH. Das heißt, ich habe hier 13,1 ungefähr. So, und dann wären wir schon mit der Aufgabe fertig. Das heißt, 10 Gramm in 10 Gramm Natriumhydroxid in 2 Liter Wasser gelöst, gibt einen pH-Wert von 13,1.